Ja, meine Lieben, willkommen bei Avanacho, willkommen in Obscuritas. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil das Ding heißt Achterbahn. Und ich bin hier im Wald und ich habe einen Hund gehört. Das gefällt mir auch nicht. Ah, Rapunzel, Rapunzel, leuchte mal wieder. Okay. Jetzt müssen wir dann gucken. Wo müssen wir hin? Müssen wir jetzt gucken. Genau, jetzt. Ich bin auch schon wieder so ein bisschen raus. Ich schaffe das einfach momentan nicht, das wirklich am Stück zu spielen. Ist schwierig bei Storygames. Habe ich jetzt mehr wie einmal gemerkt. Muss ich irgendwie anders machen. Wieso habe ich denn eben einen Hund gehört? Hier ist ja Gott sei Dank keiner. Aber wieso habe ich eben ein Knurren gehört? Das ist doof. Na komm, laufen wir einfach mal ein bisschen schneller. Ich habe jetzt keine Lust, hier rumzudackeln. Moment. Da geht's auch runter. Ach, wir gingen einfach geradeaus. Gut ist. Da war was. Links. Irgendwas war da links. Gut, dass wir nicht nach links gegangen sind. Ach, guck mal, hier treffen sie sich wieder. Jo. Ja, dann war es ja insofern nur die Wirke. Außer, dass da irgendwas komischen Krach gemacht hat. Ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ah, ne. Ach, da lang. Ich meine, dadurch, dass viele Let's Player ja so entsprechende Textüberschriften nutzen. Checkpoint, okay. Das heißt, da passiert gleich wieder was. Ach, da ist der Achterbahn. Kann ich mir vorstellen, was noch so auf mich zukommt. Aber ich habe es natürlich nicht geguckt. Logisch. Weil spoilern tue ich mich nur dann und auch nur so weit, wie es unbedingt nötig ist. Aber auf keinen Fall weiter. Also wenn ich überhaupt nicht weiterkomme aus irgendwelchen Gründen, einfach nur damit es nicht langweilig wird, weil wir 100.000 Mal das Gleiche versuchen, so wie wir jetzt in der Vergangenheit ja hatten. Zweimal, glaube ich, ne? Das ist aber eine lustige Achterbahn. Die sieht echt nach Spaß aus. Er hat ein ganz schön großes Anwesen, ne? Der Knabe. Muss man mal so dazu sagen, irgendwie. So, wo muss ich denn hier lang? Hier ist Ente? Nein, ist nicht. Da geht's weiter. Wie schön, dass ich Batterien habe. Oh, komme ich da rein? Gibt's da Batterien? Offensichtlich nicht. Okay. Ja, auf so einer Erkundungstour sollte man mehr Batterien mitnehmen. Oder einfach mal vernünftige Batterien. Die müssen weit länger leuchten. Und vor allen Dingen eine größere Taschenlampe. Also so eine, die richtig viel Licht gibt. Und nicht so eine Rapunzel. So, jetzt sind wir an der Achterbahn vorbei, und nun? Was mache ich jetzt? Ah. Hot Dogs. Keine da. Schreit schon wieder einer. Naja, schreien ist zu viel gesagt, aber... Sagt schon einer. Sauer. Ja. Schön, das ja. Nutzt mir das was? Nein. Aha. Was auch immer das sein soll. Karneval. Krieg ich ein Fläschchen? Nö. Ja. Und nun? Neue Arschkarte gezogen. Hier sind... Ach so, hier geht noch Treppen rauf. Und hier hat es auch mal irgendwann Licht gegeben.
Ach, wie denn, was denn? Hier fängt die Achterbahn an? Hey, cool. Heißt das, wir können Achterbahn fahren? Obwohl, die sieht ja schon so ein bisschen außer Betrieb aus, wenn man sich das mal so anguckt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Okay. Dann dachte ich jetzt ehrlich gesagt, da werden wir uns auf... Ohne Strom wird das wohl nicht funktionieren. Könnte ich mir auch so vorstellen, ja. Da wirst du wohl recht haben. Wie komme ich denn da jetzt mal hin? So, auf die andere Seite. Wieder runter. Und hier... Nö. Also ganz ungefährlich ist diese Achterbahn auf jeden Fall mal nicht. Oder das ist so eine Maikäfer-Achterbahn, wenn ich mir hier so die Lok angucke. Sprich, nicht so schnell. Trotz alledem, bei der Höhe. Wo bitte ist die Schutzvorrichtung? Hier sind ja nicht mal gute drin. Ja, ohne Strom wird es nicht funktionieren, da hat sie wohl recht. Auf der anderen Seite nutzen wir es auch nicht, wenn es so funktioniert und ich da aber nicht rinkomme. Oder, ach, hier wird es dann wohl aufgehen. Aber warum brauche ich dafür Strom? Okay. Rüber komme ich scheinbar nicht. Dann muss ich mal gucken, wo ich den Strom anmache. Zumindest wissen wir schon mal, wir müssen durch eine Tür, weil ich habe einen Schlüssel gefunden. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, ja. In welche? Da bin ich ja nicht reingekommen. Geht's hier unten noch irgendwo? Nee, ne? Mit Sicherheit nicht. Oh, jetzt heulen auch schon die Wölfe. Nee, hätte ja sein können. Kann ich hier irgendwie rüberlappeln? Was rufst du mich denn immer, du blöder Hund? Dann zeig dich doch wenigstens mal. Vor allen Dingen mal so ganz... So ganz sauer. Und manchmal so sauer. Das ist so, der mag mich nicht und manchmal hat er mich ganz lieb. So, und wie komme ich da dann jetzt bitte schon rüber? Muss es doch eigentlich hier irgendwo... Ja, was hast du denn? Es ist auch noch meine Funzel ausgegangen. So. Die Sache ist wirklich, wie komme ich hier rüber? Ich muss da hinten wohl irgendwie runter. Nur die Frage ist, wie? Pass mal auf, ne? Irgendwann steht doch mit Sicherheit dieser Typ irgendwie neben mir, so unsichtbarerweise, und schreit mir mal richtig ins Ohr. Ich schätze mal, dann werde ich mich auch erschrecken. Das ist so schon manchmal, wenn dieses... energisches Sauer kommt, dass ich dann mich da auch mal erschrecke, so ein bisschen. Ich glaube, ich muss nochmal zurück, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Ich muss irgendwie hinten rüber. Die Frage ist halt, wie? Denke ich zumindest mal. Geht mir ja schon wieder die Funzel aus hier. Und ich muss immer Tasten suchen, weil WASD. Ja, jetzt geht da einer hinter mir her. Nee, ist klar. Und obwohl mich das gar nicht stört, kriege ich trotzdem Gänsehaut. Das ist herrlich. So. Aber wir... Nee. Hinten weiter kommen wir ja gar nicht rein. Ja, ist ja, ich habe dich doch gehört. Sag mir halt, wo ich lang muss. Es gibt nur diesen einen Weg da rein. Also ich wüsste jetzt keinen anderen Weg. Dann muss ich dort irgendwo rüber. Oder habe ich... Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Habe ich da irgendwas übersehen? Glaube ich nicht. So. Nee, das ist die Hotdog-Bude. Hier ist auch nichts. Wir können ja mal reingucken. Aber hier wird nichts sein. Uns Land. Dankeschön. Nö. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal...
da hinten irgendwie ein Gebäude hätte, wo ich hin müsste. Weil ich kann ja mal gucken. Aber ich glaub's nicht. Ja, du musst jetzt, glaube ich, einmal hin und einmal her. Das mag ich jetzt auch nicht so wirklich. Was ist denn das da? Jetzt hätte ich mich beinahe erschreckt. Nee, da komme ich aber auch nicht rein. Die kennen wir doch auch, die Viecher. So, aber hier kommen wir auch nicht rein. Ich glaube, das war's. Da ist ja noch ein Gebäude. Machen wir wieder Licht. Kommen wir da wohl rein? Zumindest nicht hier. Na super, da geht eine Treppe rauf. Und hier ist alles eingezäunt. Findet ihr das lustig? Ah, geht's da? Nee, geht's nicht. Ja, das ist ja doof. Jetzt ist hier ein Gebäude und ich komme da nicht hin. Aber hier führen ja keine... Doch, führen ja, ne? Nee. Was ist denn das da oben? Ich bin gerade am gucken, ob hier irgendwie... Achso, das ist die Achterbahn selber. Also das Gebäude gehört auf jeden Fall noch mit dazu. Aber dann müsste ich da doch irgendwie auch reinkommen. Würde ich jetzt einfach mal so denken. Ja. Ist eine komplette Holzachterbahn, ne? Ich glaube, eine einzige gibt es. Ich weiß gar nicht mehr, wo die steht. Aber ich glaube in Amerika. Achterbahn nur aus Holz. Richtig großes Ding wohl. Aber das mit Amerika ist jetzt... Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube das jetzt gerade mal. Ich habe mal irgendwann... Guck mir ja gerne im Fernsehen so Berichte und sowas an. Ah, da haben wir aber schon mal einen Stromgenerator. Oder was in der Richtung. Nee, dafür habe ich den Schlüssel gebraucht. Ah. Eigentlich ganz einfach, wenn man da mal hinguckt. Nein, ich kann dich jetzt nicht brauchen. So. Mach jetzt erstmal Licht. Okay, jetzt kann ich wieder zurück zur Achterbahn. Alles gut. Ajo. Mach mal. Jetzt können wir Achterbahn fahren. Bin ich ja mal gespannt. Ach, auf jeden Fall bleiben wir schlank auf seinem Gelände. So viel steht fest. Dich habe ich eben gar nicht gesehen. Cool gemacht. So. Aber dann können wir die jetzt ausmachen, können uns das... ein bisschen an Batterien müssen sparen. So. Und jetzt rapp jetzt den Karton. Irgendwo ist jetzt was aufgegangen. Ich glaube da hinten. Ah, hier. Oh Gott. Wieso, oh Gott? Jetzt sind wenigstens Schutzvorrichtungen da. Ist doch cool. Fallen wir zumindest nicht raus. Und jetzt entspannen wir uns. Und genießen erstmal eine schöne Achterbahnfahrt. Ja, und ich muss mal kurz einen Frosch loswerden. Ich bin dann gleich wieder da. So, ich habe mal gleich noch ein bisschen was getrunken. Was ich hier schön finden würde, das wäre, wenn auch oben das Taschenlampensymbol aus wäre. Wenn das auch nicht da sein würde. Würde ich jetzt gerade gut finden, weil... In so einer Szene würde das einfach, stört das da oben. Und ab geht's. Juhu, Spaß haben. Bitte was? Moment. Den musst du mir jetzt mal erklären. Mein Junge, den musst du mir jetzt mal erklären. Wieso ist Game Over? Ich bin in der Achterbahn gewesen. Hm.
Oder hätte ich dort ein... Nee, ich konnte ja nicht ein vorgehen. Oder muss ich einen bestimmten Sitzplatz haben? Da ergibt ja auch wieder keinen Sinn. Jetzt dachte ich, wir können ein bisschen Spaß haben. Und dann ist das Ding zu Ende. Und wieso? War der eben auch schon da? Ach, das ist der Checkpoint, ne? Nee, ganz ehrlich, den musst du. Ja, ist das gut mit deinem Server? Ich muss jetzt erstmal wieder einen Schlüssel holen, dann muss ich wieder zurücklaufen, dann muss ich wieder hinlaufen und dann weiter gucken. Habe ich. Aber ich bin ja jetzt hinten drin gewesen, ne? Also ziemlich weit hinten zumindest. Und ich bin ja irgendwo mittig reingegangen. Verstehe ich das nicht. Dann verstehe ich das ehrlich nicht. Wieso war dann jetzt Game Over? Wir holen jetzt erstmal wieder den Schlüssel. Müssen wir mal gucken, ob da noch was aufgegangen ist. Muss ja irgendwie in der Richtung sein. Ich glaube, wir sind nicht am Checkpoint, oder? Also angehalten, rausgekommen. Warte mal, jetzt guck mal. Ah, doch. Sieht man so auch. Man muss es halt nur sehen. Oder so. So, Schlüssel holen. Und dann machen wir Licht an. Achso, könnte ich jetzt auch schon mal kurzzeitig machen. Dann seht ihr nämlich mehr. Ich hab das zwar wieder mal. Nein, das war aber ein anderes Server. Das war nicht der Typ. Ich habe keine Zeit. Guck mal auf die Uhr. Ist dann wieder spät in der Nacht. Jetzt im Sommer ist doof, ne? Da kann ich das nur wirklich spät abends machen. Weil halt natürlich draußen länger hell. Und ich habe ja bei mir, habe ich ja öfter schon gesagt gerade, ich habe keine Gardinen und nichts. Was soll ich im 7. Stock mit Gardinen? Da wird mir wohl keiner mein Essen aus dem Teller gucken. So. Wo haben wir denn jetzt den Stromkasten? Da ist er doch. Und? Das ist das einzig Gute jetzt daran, ne? Das ist wie Cheaten. Du stirbst, damit du neue Batterien kriegst. So. Mal wieder an. Schön. Kann man wieder hochlaufen. Ach, leuchten deine Augen jetzt auch? Ach, du bewegst dich sogar. Ist ja cool. Okay. Gehen wir halt einen Meter weiter. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen doch mit der Achterbahn fahren. Ich meine, das ist doch beabsichtigt, definitiv. Keine Zeit. Ich habe keine Zeit, mich zu erschrecken gerade. Tut mir leid. Nicht mal mehr Zeit, Gänsehaut. Ich habe keine Gänsehaut gekriegt. Ich habe nicht mal mehr Zeit, Gänsehaut zu kriegen. So in Eile bin ich. So. Ist schon schlimm, ne? Wenn man nicht mal mehr dafür Zeit hat. Mach halt da. So. Also, eben sind wir den hier reingegangen. Gibt es denn weiter vorne auch noch einen? Nee. Wir können nur diesen einen reingehen. Und das ist doof. Weil wenn wir nur diesen einen reingehen können... Und dann aber letztendlich ja gar nichts dran ändern können, dass dann Game Over kommt. Das ist ja mal richtig doof. Gibt's denn hier jetzt noch irgendwie was zu tun? Nee, ne? Nee, jetzt kann ich den noch nicht mehr nutzen. Ja, was mache ich denn jetzt? Also ich glaube, da werde ich jetzt einfach nochmal nachlesen. Weil... Es gibt hier nur eine einzige Möglichkeit. Das ist jetzt gerade mal das Dumme. Wenn es hier mehrere Möglichkeiten geben würde. Dann würde ich sagen, hey, okay, ich habe Mist gebaut, aber es ist offensichtlich, es ist ja gewollt, dass man hier mit dem Zug fährt. Warum sollte man sich ansonsten... Also warum sollte man ansonsten... Ja, jetzt halt mal kurz im Bubble, ich muss denken.
Warum sollte man ansonsten eben genau das hier mit Strom einschalten und hast du nicht gesehen, fertig machen? Weil es gibt hier nur diese eine offene Tür. Und bevor ich die jetzt reingehe, weil die Folge ist jetzt sowieso zu Ende, und bevor ich die jetzt reingehe, werde ich da mal nachlesen. Also ich wüsste jetzt nichts, wir hatten ein Haus, in das Haus selber sind wir nicht reingekommen. Wir konnten halt vor dem Haus den Strom klar machen. In den anderen Häusern war nichts drin. Ansonsten den Weg, den wir entlang gelaufen sind, da gab es halt nur Bäume. Und die beiden Wege, die abgezweigt sind, die sind nach einer gewissen Zeit wieder aufeinander zugekommen. Nach relativ kurzer Zeit. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, aber schade ist, ne? Ich habe mich richtig schön auf eine schöne Achterbahn gefreut. Und dann geht man drauf. Hör mal auf, hinter mir rumzutanzen. Der schreit jetzt gleich wieder, Server. Warte mal. Ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, teilt es auf von Social Media. Ich habe die Folge viel zu lange gemacht und dann hören wir uns in der nächsten Folge. So. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt dann tatsächlich schaffe, das hintereinander herzukriegen. Da hat mich gerade was gestochen. Aber ich möchte es dann jetzt eigentlich so storymäßig aneinander rein. Sprich, jeden Tag hast du dich verschluckt. Hast du so angehört? Hier ist das Wort im Hals stecken geblieben. Also Kollegen. Nein. Kollegen, ist klar. Alter. Kinder, also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Warum winke ich jetzt? Weiß ich nicht. Tschüss.